heißt, zu denken, einfach nur durch Lernen würde die Situation besser werden, ist ein Trugschluss. Weil es gibt Leute, die haben viel Wissen, die sind in die Irre gegangen. Shaitan Iblis hat auch viel Wissen. Ach, der hat auch noch Erfahrung. Der hat Erfahrung seit Tausenden von Jahren, ist der nur damit beschäftigt, die Menschen in die Irre zu führen. Der hat ganz genau studiert, wie er die Menschen in die Irre führt. Der weiß ganz genau, was der Islam sagt, was die Pflichten sind. Weil er so die Menschen besser in die Irre führen kann, aber das Wissen hat ihm nichts genutzt. Das heißt, es geht nicht nur darum, Informationen zu vermitteln. So. Und die Wunden der Umma sind viele. Die sind nicht nur hier in Deutschland oder hier in Syrien. Die gibt es in der Türkei, die gibt es in Syrien, die gibt es in Marokko. Überall hat die Umma Wunden. Wir können uns nicht auf eine Wunde konzentrieren und die anderen Wunden lassen. Jeder muss sich auf die Wunde konzentrieren, wo er am meisten Erfolg sieht. Und wir konzentrieren uns auf die Wunde hier in Deutschland. Weil wir die am besten heilen können. Wenn wir die ganze Jugend auf der Straße sehen, die in die Irre geht. Oder auch Nicht-Muslime, die auf dem Weg in die Hölle sind. Das heißt, Wissen ist wichtig, ist eine Grundvoraussetzung. Das heißt aber nicht, dass das ein Zaubertrank ist. Weil wenn ich manche höre, die werden richtig zu Jammerlappen erzogen, zu Ohrfeigengesichtern. Ja? Ja, boah, wir sind zu schwach und wir können nicht, was ist das für ein Wissen? Und das Wissen, wenn du den Koran richtig lesen würdest, dann würdest du sehen, der Prophet, der hat die Leute nicht so erzogen. Ach, der Prophet, als er von Taif wiederkommt, du redest von Wissen und hast so eine Jammerlappen-Einstellung. Was ist das für ein Menhej? Du redest vom Menhej des Propheten, wenn es um Bad geht, wenn es um die Hose geht. Aber Achim, was hatte der Prophet für einen Menhej, wenn es darum ging, die Leute zu bewegen? Der Prophet war ein Taif, wurde mit Steinen beschmissen, dann kam er zurück nach Mekka. Achim, das Blut ist an seinem Körper vorher runtergelaufen. Und dann steht er vor Mekka und will nach Mekka reingehen. Und da sagt Zayd ibn Haritha zu ihm, radiallahu anhu, O Gesandter Allahs, wie willst du nach Mekka zurückkehren, wo sie dich vertrieben haben? Nach dieser Niederlage, nach diesem, was da in Taif passiert ist. Was sagt der Prophet? Sagt er, ja, boah, wir sind so schwach, wir müssen erstmal sitzen, lernen und vielleicht in 200 Jahren verbessert sich dann von selber was. Manche Leute wirklich, die lesen Bücher und dann gucken die zum Himmel, so ungefähr, ja, und denken, der Sieg kommt irgendwann runtergefallen. Einsatzbereitschaft muss auch da sein. Ist nicht nur Wissen. Wo ist die Einsatzbereitschaft? Wo ist die Opferbereitschaft? Wo ist deine Bereitschaft, durch gegen den Strom zu schwimmen? Wo ist deine Bereitschaft, durch die Wände zu rennen, ohne mit der Wimper zu zucken? Wo ist deine Eigenschaft, da zu stehen wie der Prophet, egal was die Leute von dir denken, die Wahrheit zu predigen? Wo ist deine Eigenschaft, über die Märkte zu gehen und zu sagen, Kulu la ilaha illallah tuflih und sag la ilaha illallah, ihr werdet Erfolg haben? Nee, wir sind zu schwach, lass uns erstmal zurückziehen. Na, wo? Wer redet dir das ein? Du bist zu schwach, das sagt dir der Scheitan. Und wenn dir das ein Gelehrter sagt, dann ist das entweder ein Jahil oder auch ein Shaitan. Ach ja, was hat der Prophet zu Zayd ibn Haritha gesagt? Hat er gesagt, wir sind zu schwach? Ach ja, die waren zwei Personen, die waren voll unterdrückt. Der ist gerade mit Steinen beworfen worden. Und Zayd ibn Haritha sagt, hier, wie sollen wir wieder reingehen? Du bist vertrieben worden. Dann sagt der Prophet, ja Zaydu, inna Allah ja'ilun lima tarra makhraja wa faraja. O Zayd, Allah wird für das, was du siehst, einen Ausweg und eine Lösung schaffen. Wa inna Allah nasiru dina muthiru nabiya. Und Allah wird seine Religion und seinen Propheten zum Sieg führen. Dieses Bewusstsein musst du im Herzen haben. Das ist Wissen. Das ist eine Art von Wissen. Wenn du dieses Wissen nicht verinnerlicht hast, wenn dir das deine Gelehrten nicht beigebracht haben, dann sollen die lieber in Rente gehen. Das sage ich dir ganz ehrlich. Wenn die dich eingeschüchtert haben. Der Prophet hat keinen eingeschüchtert. Warum sind die Sahaba so, wie sie sind? Weil sie so erzogen wurden. Warum sind die so?
Warum sind die so stark geworden? Warum stand Ja'far ibn Abi Talib, der Bruder von Ali, warum stand er vor dem Najashi? Man hat klar und deutlich die Botschaft gebracht. Wer hat ihm dieses Vertrauen gegeben? Warum standen die Sahaba vor dem Najashi? Alle haben sich verbeugt und die haben sich nicht verbeugt. Haben gesagt, wir verbeugen uns nur vor Allah. Oder wir werfen uns nicht nieder, wir werfen uns nur vor Allah nieder. Vor dem König. Also du glaubst doch heute, oder heute stehen die Imame von der Moschee sogar mit der Mohammed-Karikatur. So weit ist es schon gekommen. So, deswegen, nochmal, ich animiere jeden Bruder und jede Schwester dazu, so viel Wissen zu lernen, wie er kann. Ladet euch Vorträge runter, hört ihr euch an, habt immer einen MP3-Player im Ohr. Kauft euch verschiedene Bücher, schaut euch Vorträge an, geht zu Seminaren, geht zu Vorträgen, organisiert etwas in eurer Stadt, organisiert etwas in eurer Wohnung, ladet jetzt alle Vorträge runter, speichert die, inshallah, auf einer Festplatte. Ja. Aber Wissen alleine ist kein Zaubertrank. Wissen ist wichtig, Wissen ist aber nicht die Lösung, sondern ein Teil der Lösung, das muss man bewahren. Nicht jeder Sahabi war jemand, der sehr ein großer Alim gewesen ist, der den Koran auswendig konnte. Ich meine, großer Alim ist ja immer relativ. Khalid al-Walid war ein großer Kämpfer, der hat gesagt, ich bin vom Dschihad, der Dschihad hat mich vom Koran abgehalten, also Koran auswendig zu lernen. Der konnte nicht viel vom Koran. Weil jeder hat eine Aufgabe, jeder kann etwas tun, jeder kann etwas bewirken. Das möchte ich euch mitgeben, liebe Geschwister. Und schaut, was ihr bewirken könnt. Und wichtig ist die Dawa. Die Dawa ist auch ein Schlüssel zum Fortschritt des Islams. Und dafür muss man nicht erstmal ein Islamstudium abgeschlossen haben. Denn Allah sagt im Koran, Sura 6, Vers 34 oder 54, لَقَدْ كُذِبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ. Vor dir sind schon Gesandte der Lüge bezichtigt worden. Wann sind die der Lüge bezichtigt worden? Als sie in ihrer Moschee saßen, ein Seminar gemacht haben? Nein, die sind der Lüge bezichtigt worden, als sie mit diesem Wissen rausgegangen sind. Was haben die dann gemacht, als sie der Lüge bezichtigt worden sind? Haben die gesagt, oh, wir waren so provokant, oh nee, wir haben es falsch gemacht, wir hören besser auf? Nein. فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِبُوا عُذُوا sind standhaft geblieben, obwohl sie der Lüge bezichtigt wurden und obwohl ihnen Schaden zugefügt wurde. Das heißt, die sind nicht nur der Lüge bezichtigt worden, denen ist auch Schaden zugefügt worden, die sind angegriffen worden. Aber was haben die gemacht? Und was haben die gemacht? Die haben weitergemacht. Die haben nicht gesagt, wir müssen Sabr haben. Oh, wir müssen Sabr haben. Wir können nichts machen. Das ist überhaupt nicht das Verständnis von Sabr im Koran. Also das Verständnis von Sabr ist im Koran, weiterarbeiten, auch wenn der Widerstand noch so groß ist. Willst du einen Beweis dafür haben? أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَعَلُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ Oder habt ihr gedacht, ihr werdet in das Paradies eintreten, bevor Allah diejenigen kenntlich macht, die sich bemühen und die standhaft sind? Und aus dem Kontext, also der Kontext ist von der Schlacht von Uhud, wo 70 Sahaba getötet wurden, macht weiter. Macht weiter. Ihr müsst weiter einsatzbereit sein. Und nicht, jetzt müsst ihr Sabah haben, zieht euch zurück, versteckt euch in die Berge, baut euch eine Blockhütte irgendwo im Wald. Ach, aber das ist das Verständnis heute. Sabah ist heute, das ist nicht Sabah, das ist genau das Gegenteil von Sabah. Das ist Niederlage. Das ist aufgegeben. Ich setze mich zurück. Oh ja, der Prophet ist beleidigt worden. Wir müssen Sabr haben. Sabr müssen wir haben mit Aktion. Aber nicht blinder Aktionismus, sondern überlegter Aktionismus. Taten folgen lassen. Wissen verbreiten. Dauer machen. Leute vom Islam überzeugen. Und dazu rufen wir die Leute auf, weil wir genau wissen, was für eine Situation wir sind. Wer hier in Deutschland dazu aufruft, dass die Dawa nur für Gelehrte ist, der hat zu heiß gebadet, Achim.
Der kennt die Situation nicht. Achi, der soll mal der Spielhalle vorbeigucken, mal da reingehen. Was ist das Problem für einen Muslim, der nicht viel Wissen hat von der Religion, zu seinem Bruder zu sagen, hey Mehmet, hey Fuad, hey Mohammed, hey dies, das, wie sie alle heißen. Bruder, komm mal mit in die Moschee. Bruder, Achi, das, was du machst, ist schlecht. Ihn zu ermahnen, das ist auch Dawah. Dawah heißt nicht, du musst Aufruf zum Islam, du musst dem ein Tafsir vorlesen. Deswegen, nochmal, dieses Bewusstsein. Lernt und seid aktiv. Mit der Dawah, mit der Ibadah und seid standhaft und stolze Muslime. Das sind meine Worte. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.